Dann wollen wir Schuhe kaufen gehen. Also ja, wir wollen eigentlich Ausrüstung einkaufen gehen. Primär aber doch wirklich Schuhe. Dann haben wir auch noch Waffen zu verkaufen. Müssen wir auch gleich mal gucken. Wir sollten erst mal gucken, was wir zu verkaufen haben. Es müssten eigentlich ein paar Schwerter gewesen sein. Genau, du hast zwei Säbel. Du hast nix, du hast nix, du hast nix, du hast nix. Und nochmal zwei Schwerter. Geben wir die mal einfach alle Girogonde übersichtshalber. So, dich auch noch. Und Kurzbogen. Ja, der kann auch noch weg. So, also. Erster Schritt, Waffenhändler. Beziehungsweise Waffenhändlerin in diesem Fall. Die müsste hier irgendwo gewesen sein. Genau da. So, westlich, da ist sie auch schon. Hallo, wir würden gerne was verkaufen. Beziehungsweise Girogon. Und zwar das, das, das und das und das. 58 Dukaten. Gucken, was Gwendolyn denn rausholen kann. Oh, sehr schön. 73 Dukaten. Dann gucken wir doch mal, was du so im Angebot hast. Pfeile. Nehmen wir mal 40 Stück mit. Das brauchen wir alles nicht. Stiefel. 31 Silberlinge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das beim Krämer günstiger bekommen. Es müssen irgendwelche Kampfstiefel sein. Ist ja komisch. Nee, komm. Wir kaufen hier nur die Pfeile. Gwendolyn feilscht wieder mit 1% Rabatt. Gut, dass das eben nicht 1% war. So, verteilen wir die Pfeile. Oh, Belastung 1. Du schmeißt mal das Essen weg. So, 3 ist auch nicht besonders viel mehr. 20 kommen zu ihr. So, beide haben 5, das ist okay. Du hast 7. 7, 7, 7, 7, 5. Ah, und die haben auch immer noch die Nachwirkung von den Frostschäden. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall für 3, 4, wenn nicht noch mehr Tage erstmal ausruhen von dem ganzen Debakel. Aber vorher wäre es noch ganz schick, den Rest einzukaufen, obwohl es langsam spät wird. 17 Uhr, ja, müssen wir uns beeilen. Die Geschäfte haben nicht mehr sehr lange auf. Das war hier, eine Händlerin. Das klingt doch gut. Das müsste also eine Krämerin sein. Hier. Also, 3 Dukaten, 7 Silberlinge war ein Schuh bei dem Waffenhändler. Und hier sind es 9 Silberlinge. Ja, ist doch ein dezenter Unterschied. Wir hätten gerne 6 Stück davon. Noch etwas. Also Tirik hätte natürlich gerne wieder Werkzeug. Also eine Hacke, ein Hammer, ein Brecheisen, eine Schaufel und so weiter. Aber dafür haben wir momentan nicht die Kapazität. Nö. Essen brauchen wir nicht. Wasserschläuche haben wir auch schon geholt. Ne, das soll dann erstmal reichen. Gwendolyn feilschen. Kein Rabatt. Na gut. Und dann geht's mal ans Schuh anziehen. Also, bevor wir die anziehen, gucken wir erstmal diejenigen, die noch Schuhe haben, wie gut die denn sind. Also, Myrrhens Schuhe sehen noch fast wie neu aus. Das ist komisch. Jallans Schuhe. Die sehen noch fast wie neu aus. Also gut, unsere Elfen schweben anscheinend über dem Boden. Gwendolyn dagegen wohl eher nicht. Talana auch nicht. Irgendwie die Menschen, ne? Tirik aber. Komm schon. Sind schon ziemlich abgelaufen. Das ist doch schon besser. Kann aber erstmal noch anbehalten. Sobald da Löcher drin sind, sollten wir uns Gedanken machen, denke ich mal. So, also Girogon Schuh. Talana und Gwendolyn auch noch einen. Und dann müssten wir 2 auf Vorrat haben, wenn ich mich nicht irre. Was jetzt nicht so die Welt ist. Wir müssen, oh, oder 3? Jo, 3 auf Vorrat. Was immer noch nicht so die Welt ist. Aber die wiegen ja auch ein bisschen was. Nämlich 75 Unzen. Also fast so viel, wie man durch einen Körperkraft bekommt pro Schuh.
Das ist schon heftig. Also ja, drei Stück müssen reichen. Die kann Girugon haben. Eigentlich hätte ich ganz gerne mit ihm auch 7 Bewegungspunkte. Das ist im Kampf doch schon recht praktisch. Aber die müsste er eigentlich wieder bekommen, wenn seine Körperkraft wieder auf dem Höchstwert ist. Sonst drückt man einfach Tirik noch einen Schuh in die Hand. So. Jo, sehr schön. Kommen gleich noch einen. Und noch einen. Ne, das war zu viel. So. Also, wir haben Waffen verkauft. Wir haben Schuhe gekauft. Kräuterhändler wäre das nächste. 17 Uhr. Wird knapp. Die müsste ganz im Süden gewesen sein. Hier nämlich. So, und dann huschen wir auch erst rein und überlegen dann, was wir wollen. Sonst stehen wir vor verschlossenen Türen. Gucken wir erstmal, was wir haben. Wir haben nur ein Belmat-Blatt. Das ist gar nicht gut. Davon bräuchten wir mehr. Auch wenn die 15 Dukaten kosten, was ja ganz schön happig ist. Wir haben noch 7 Wirselkräuter. Das reicht eigentlich vorerst, falls wir wieder Frostschäden bekommen. Aber wir benutzen Wirselkraut ja auch zum Heilen zwischendurch. Dafür könnten wir uns aber Einbeeren holen. Die sind ein wenig günstiger. Also ja, mindestens 10, 20 Einbeeren. Die Gulmondblätter sollten wir mal, oder könnten wir mal Girugon geben. So, damit Jalla noch ein bisschen Platz hat. Der starke Zaubertrank kannst du Talana, die auch zu viel Essen dabei hat. Die haben alle zu viel Essen dabei. Wegwerfen. Wenn irgendjemand Hunger hat, kann er sich ja bei den anderen bedienen. Aber so ist das echt albern. Gegenstand wegwerfen. Das sieht ja schon besser aus. Also, ein Bären auf jeden Fall. Mindestens ein Belmat-Blatt. Eventuell noch ein paar Wirselkräuter. Ja, lass wir das mal reichen. Also Goldmutblätter brauchen wir erstmal keine mehr. Da reichen 8 Stück. Kaufen. Wir hätten gerne ein Bär. 10 Stück. 9 Dukaten. Belmat-Blätter. 2 Stück. 39 Dukaten. Yoga-Wurzel. Dornfstängel. Dornfstängel bräuchten wir, glaube ich, auch noch für eine Krankheit. Superheiltrank, starker Zaubertrank. Ah, oh, davon hätte ich gerne noch mehr, noch viel, viel mehr. Bei Zeiten sollten wir wahrscheinlich wirklich mal eine Waffenlieferung nach Lovang machen. Also ja, wir hätten jetzt schon die 4 Waffen dahin bringen können. Aber erstens lohnt es sich wahrscheinlich für 4 Stück nicht unbedingt. Und zweitens wollen unsere Helden nicht wirklich so schnell dahin wieder zurück. Also so ein paar Wochen kann man darüber nachdenken. Spätestens wenn wir wieder unsere beiden Schuppenpanzer kaufen wollen für Girugon und Tirik, dann sollten wir vorher eine so eine Reise machen. Aber das ist noch ein bisschen hin. Also, wir hätten jetzt gerne noch 3 Wirselkräuter. Dann haben wir noch, wenn es schlecht läuft, 40 Dukaten über. Erstmal, um noch eine fast eine Woche hier zu schlafen und uns auszuruhen, in einem einigermaßen guten Zimmer. Und um etwas Reisegeld zu haben für 4 Männer und dergleichen. Ja, das klingt nach einem Plan. Also, feilschen bitte, Quendeln. 25%, sehr schön. Raus, alles zuordnen. Alles zu Jallen. Die 3 auch noch. So, die Einbeeren gebe ich aber lieber mal Girugon. Damit ja dann etwas entlastet ist und auch neue Kräuter finden kann. Ja, und dann müssten wir soweit eigentlich. Ah, wir hätten noch Lederzeug kaufen können. Die haben beide Kettenzeug, ja. Quellen hat beides Lederzeug. Ja, ist okay. Also könnten noch 2-mal Lederzeug kaufen. Aber so häufig kommt Mürrum ja nicht in den Nahkampf, das passt schon. Also außer sie macht wieder irgendeinen Höllentrip mit Talana mit versteinerten Helden neben sich durch irgendwelche Katakomben. Aber das hoffen wir mal nicht, dass es so schnell wieder passiert. Wir wollen jetzt in eine Herberge. Herberge? Nein, Taverne.
Obwohl, wir könnten auch mal kurz in Taverne gucken. Haben wir auch schon seit einer Weile nicht. Jedenfalls nicht, um uns einfach nur zu vergnügen. Sonst waren wir immer hier, um Geld zu verdienen. Wir setzen einfach mal in die Theke. Wir hätten gerne 6 Bier. Und eine kleine Unterhaltung. Prost, ihr Rübenschweine, ihr. Ist das jetzt freundlich oder, ja. Was kannst du uns sagen über Tiefhusen? Ach, ihr seid auch Schatzsucher? Alle Schatzsucher gehen nach Tiefhusen. Wissen die Götter weshalb? Nein, wir sind keine Schatzsucher mehr. Die Geschichte haben wir hinter uns gelassen. Was kannst du uns über die Blutsinnen sagen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Über die Reisen? Fragt andere, nicht mich. Ach, eigentlich gerade als Barkeeper müsstest du doch gut was hören zwischendurch. Aber na gut, vielleicht etwas über die Orks? Die können saufen, sage ich euch. Ansonsten? Also, sie sind betrunken angenehmer als manche andere nüchtern. okay. Das soll uns auch vorerst reichen. Dann setzen wir uns doch mal an einen Tisch. An einen besetzten Tisch. Und anscheinend haben eure Tischnachbarn keine Lust, mit euch zu reden. Auf jeden Fall kommt kein vernünftiges Gespräch zustande. Na gut, wenn die nicht wirklich Lust haben, dann verabschieden wir uns auch. Es wird nicht getanzt, es wird nicht gesungen. Das haben die Damen schon lang genug gemacht und ausgiebig genug gemacht. Herberge. Müsste am Stadttor eine sein. Gucken wir mal, ob wir da so hinkommen. Das sieht nicht wie der Stadttor aus. Leicht angetrunken torkeln unsere Helden durch Tiefhusen. Hoffen wir mal nicht, dass gleich wieder so ein Schlägertrupp kommt. Da hat Kirugon hier immer noch ein paar blaue Augen von. So. Einmal gut essen. Ja, das haben wir uns auch verdient. 15 Silberstücke. Gute Hausmannskost, kann man nicht meckern. Und wir hätten gerne Einzelzimmer. Für. Ja, wie lange bleiben wir hier? Sagen wir mal 5 Tage. So, vorher würde Talana noch... Nicht jallen. Würde Talana gerne noch meditieren. Für 10 Punkte. No, klappt nicht. Schlafen? Jo, eine Nacht erstmal nur. So, Gerugon und Myrrhim und Talana erholen sich von den Frostschäden. Das ist schon mal gut. Wird aber noch ein paar Tage länger dauern. Deswegen ist es unter anderem auch gut, dass wir hier Rast machen. Also deswegen und wegen der Astralenergie primär. Nächster Versuch bei Talana. Meditation. Auch ruhig mal 15. Jo, sehr schön. Schlafen. Jo, 2 Tage. Bis dahin müssten eigentlich fast alle von ihrer Krankheit erholt sein und Talana mit etwas Glück auch ihre Lebenspunkte schon wieder hochgeneriert haben. Dann können wir noch einmal meditieren, eine Nacht schlafen und dann sind wir soweit auch bereit, wieder loszuziehen. So, einmal noch. Talana meditieren, diesmal nur für 10. Misslingend. Na gut, dann hat es nicht sein sollen. Schlafen wir halt so. Und sind soweit. Ja, kann man nicht meckern. Also Myrrhim ist noch nicht so gut. Talana könnte auch mehr vertragen. Jallen ist fast voll. Aber wir werden ja eh noch ein paar Tage unterwegs sein. Das ist dann schon in Ordnung. So, raus hier, bevor irgendwelche Orks auf dumme Ideen kommen. Wollt ihr die Stadt verlassen? Ja, wollen wir. Wir würden gerne unsere Route planen. Und zwar erstmal nach Norden. Weiter fortsetzen. Moment mal. Wir wollen gar nicht nach Norden. Eigentlich wollte ich nur kurz ein Stück nach Norden, dann nach Osten raus. Aber das will der hier gar nicht. Wir können von hier aus echt nur nach Norden. Das will ich nicht. Also gleich wieder umdrehen. Umdrehen. Ja, wir wollen in die Stadt und dann wohl doch den anderen Ausgang nehmen. Osten. So, und einmal abspeichern bitte. Neu, ja wirklich, LP.
62. Und wir sehen uns gleich wieder.